Ach ja, so, wie weit sind wir denn eigentlich? Wir sind jetzt bei ungefähr 49 Minuten. Und ich bin saumüde, es ist 14:15 in der Früh jetzt. Versammlungen? Es gibt zwei Versammlungen auf Herpes. Achso, das sind die zwei Versammlungspunkte. Okay, ja, nee. Ist genehmigt. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, was unsere lieben Nachbarn sagen. Die breiten sich immer weiter aus. Minus 365. Ja, weißt du was? Rivalität erklären. Sie als Rivalen zu haben, wird uns monatlich 1,2 Einfluss geben und könnte ihre anderen Rivalen uns gegenüber freundlicher stimmen. Oh, das ist aber nett. Seid ihr Rivalen von den anderen? Nee, ne? Nee. Überwältigend. Flottenstärke, Kapazität und Technologiestufe ist überwältigend. Hallo, die sind so viel kleiner als wir. Guck mal. Das gibt's doch nicht. Research complete. Oh, und wieder eine Forschung fertig. Na, endlich. So, Entfernung von giftiger Construction complete. Seetang-Engos-Dampfraffinierung. Galaktische Bestimmung. Grenzreichweite wird erhöht. Wir müssen den Mut haben, unser Schicksal am Schopfe zu packen und das wahr werden zu lassen, was schon immer sein sollte. Reduziert die Kriegsförderungskosten für Planet abtreten und Militärstation abtreten. Ganz ehrlich, ich mache erstmal Entfernung von giftiger Seetang. Dann kann man nämlich weitere Kraftwerke bauen. Naja, wie lange dauert denn das? 66 Monate, um Gottes Willen. Da spule ich lieber nochmal kurz die Zeit ein bisschen vor. Ja, was macht denn das Konstruktionsschiff da eigentlich? Beziehungsweise, wo ist denn das? Da ist es, okay. Hat der hier schon alles gebaut? Abgesehen von den Forschungseinrichtungen. Research complete. Fusionsenergie ist abgeschlossen. Die atomare Fusion erzeugt ein hohes Maß an Energie, aber ohne viele der Risiken, die mit der Kernspaltung in Verbindung gebracht werden. Ja, sehr schön. Anomaly found. Du wartest jetzt. Was haben wir denn da? Aktive Gegenmaßnahmen, Wächterpunktverteidigung, Quantentheorie, spezialisierte Gefechtscomputer, einfache Gefechtsrollen und blaue Laser. Ich mach mal den Gefechtscomputer. Ist, glaube ich, ganz hilfreich. Damit kriegst du dann, glaube ich, die Offensiv- und Defensivrollen bei den Schiffen, wo du sagen kannst, ob die auf Distanz kämpfen sollen oder auf Nahkampf gehen sollen. Ach ja, so. Anomalie gefunden. Beim Scannen des Sterns wurde ein kleines Objekt in einer schnellen Umlaufbahn entdeckt. Es ist so klein und schnell, dass unsere Sensoren es nur schwer erfassen können. Ja, deshalb forschen wir mal. Ich kann dir jetzt schon sagen, was es ist. Es ist eine Urne, das kennen wir ja schon. Ja, und unsere Mineralien sind voll. Das gibt's ja nicht. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir Mineralien loswerden. Hey, ihr! Ich biete euch ein Handelsabkommen an. Und zwar Construction complete. Forschungsabkommen und dann sofortigen Transfer von. Situation log updated. Okay, das wollen sie nicht. Dann tun wir das wieder weg. Das gefällt ihnen, ja, natürlich. Sternenkarten? Nö. Was haben wir da für ein Limit? 6500. Wir können damit also auch nicht wirklich forschen. System Engusdampf Survey wollen sie auch complete. nicht. Gut. Sternenkarten Construction kriegt er von complete. uns. Hilft dir denn bestimmt? Weiß ich nicht. Anomaly found. Schon wieder. Oh je. Ja, die bedanken sich. Anomalie, in der Umlaufbahn dieses Planeten befindet sich ein Klasse 12 Asteroid. Die Umlaufbahn des kleinen Planetoiden scheint viel zu stabil, um natürlichen Ursprungs zu sein. Tja, erforschen würde ich sagen. Was sind das denn für komische? Was sind denn das für komische Reichweiten hier? Achso, wahrscheinlich unsere Sensoren oder unsere aktiven Sensoren. Abgeschleppter Asteroid. Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn um Jedixa 5 geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich noch immer gewaltige Triebwerke und Bremsschubdüsen, die aber schon seit langer Zeit unbrauchbar sind. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hat auch die Mineralien des Asteroiden abgebaut, wobei diese Bemühungen anscheinend nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden. Also, ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass irgendjemand
ja, die Ozeane auf dem Planeten vielleicht ins Gleichgewicht bringen wollte und man eine Art Mond gebraucht hat. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dann wäre so ein Asteroid natürlich wirklich super. System Survey complete. So. Jetzt ist gerade ziemlich kühl bei mir, also. Ich spüre hier einen sehr, sehr kalten Luftzug gerade. Kein Wunder, wir haben es jetzt fast halb drei. Und hier können wir den planetaren Außenposten aufrüsten. Das aktuelle Gebäude bleibt im Betrieb, bis es aber abgeschlossen ist, natürlich. Deswegen konnten wir den noch nicht aufrüsten, weil wir das erst erforschen mussten. Aber okay, man lernt ja nie aus, heißt es so schön. Okay, den hier kann ich nicht aufrüsten. Ein kleines rechteckiges Objekt auf der Oberfläche des Planeten reflektiert alle Scannerstrahlen wie ein Spiegel. Okay, das erforschen wir ebenfalls. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier ist jemand gestorben. Ist schon komisch, unsere ganzen Wissenschaftler leben nicht wirklich lange. Beziehungsweise generell, unsere Rasse lebt nicht wirklich lange. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. So viel steht fest. So. Der ist da fertig. Da können wir nicht hin. Da gibt es nichts mehr zum Bauen. Da gibt es nichts mehr zu bauen. Da auch nicht. Da auch nicht. Alien-Wandmalerei. Ach, schon wieder. Sollte ich jetzt vielleicht langsam mal durchgehen? Ach, das Forschungsschiff hat gar keinen Anführer. Wie kann denn das sein? Das heißt, wir brauchen hier einen neuen. Ja, ich weiß. Wir brauchen wieder einen Wissenschaftler für die Forschung. Ist mir durchaus bewusst. Wyatt Reinhardt. Sollen die mal das Projekt hier erforschen? Alien-Wandmalerei. Das ist hier. Das kann der eigentlich gleich mit erforschen. Ja, Ressourcenspeicher ist voll. Ich weiß. Ich weiß, es ist furchtbar. So, was war jetzt unsere Forschung? F4. Okay. Ja, das dauert alles noch ein bisschen. System Survey complete. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Burschen sage, der ist ja fertig soweit, ne? Wenn ich mit dem sage, er soll mir hier mal einen Außenposten hinsetzen. Das wird zwar schweineteuer, aber ganz ehrlich, wir können es uns aktuell ja leisten. So, ich trink mal ganz kurz was, Moment. So, man merkt wirklich, wie mein Hals richtig trocken wird, das ist furchtbar. Furchtbar anstrengend vor allen Dingen. Wie schaut's denn hier eigentlich aus? Der Typ, der hat hier noch keine Arbeit, noch keine wirkliche. Ja, weißt du, da setzen wir auch mal ein Bergbaunetzwerk hin. Was soll's? Und das System ist erkundet worden. So, hier können wir nicht wirklich viel weitermachen. Construction complete. Und der baut jetzt hier seine Raumstation auf. Oh, was haben wir denn da für einen Planeten? Eine Dschungelwelt. Wilde Stürme. Bewohnbarkeit minus 5%. Zufriedenheit minus 5%. Feldproduktion. Physikforschung plus 20%. Die Atmosphäre dieses Planeten wird mehr oder weniger regelmäßig von spektakulären Stürmen durchzogen. Für die Einheimischen ist es vermutlich nicht besonders lustig, aber uns bietet es jede Menge Forschungsmöglichkeiten. Ja, Spezialprojekt abgeschlossen. Konnte die gefundene Alienwandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Der Text enthält eine erstaunliche Menge an Daten. Die Gedenktafel dient zweifelsfrei als eine Art von Low-Tech-Bibliothek. Im weitesten Sinne beschreibt sie das gesammelte technologische Wissen einer Alien-Zivilisation, die diese Region der Galaxis vor gut 80 Millionen Jahren dominiert hat.
Viel davon ist uns bereits bekannt, aber die Daten enthalten auch die Grundlagen für mehrere Technologien, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten. Hier gibt es genügend Daten, um unsere Wissenschaftler auf Jahrzehnte zu beschäftigen. Wir benötigen jedoch eine orbitale Forschungsstation, um unsere Übersetzungsbemühungen fortzusetzen. Das ist ja nett. Und eine Forschung ist fertig. Oh, sehr schön. Ah, Feldmodulation wäre vielleicht sinnvoll. Kraftwerk 2, Betarian Kraftwerk 2, das dauert 19 Monate. Dann können wir nämlich die Energieerzeugung erhöhen und danach machen wir die kalte Fusionsenergie. Ist bestimmt nicht verkehrt. Construction complete. Ja, ich frage mich jetzt bloß, der baut ja hier gerade sein Dingensen. Ja, das dachte ich mir jetzt. Soll er hier mal Bergbaustationen hinsetzen und hier ebenfalls. Und wir könnten dem Forschungsschiff mal sagen, dass es dieses System da erkunden soll. Ah ja, können wir jetzt eigentlich die Dinger entfernen? Special Project complete. Spezialprojekt abgeschlossen. Wir haben alles probiert, um herauszufinden, wie der Keramiktopf in einer stellaren Umlaufbahn gelandet ist. Vielleicht sind wir alle verrückt. Was ist, wenn er gar nicht existiert? Man stelle sich mal vor, wir haben diese Fakten bei der Berechnung ebenfalls berücksichtigt. Wir sind fertig. Hier gibt es nichts mehr, was wir tun könnten. Da fliegt einfach so ein Keramiktopf um eine Sonne. Das kann nicht sein. Das einzig Gute an dieser Situation ist, dass wir enorm viel Zeit hatten, uns mit philosophischen und wissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, als wir es nicht mehr ertrugen, mit der Untersuchung dieses verdammten Dings fortzufahren. Warum? 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 Einfluss erlangt. Plus 150. Ja, cool. Schöne Sache. Ja, Construction complete. Wieso kann ich den eigentlich nicht aufrüsten? Das wundert mich ein bisschen. Ich brauche doch 5 Bewohner. Erfordert mindestens 10 Bewohner auf dem Planeten. Okay, alles klar. Hat sich erledigt. So, sag mir bitte, dass wir hier irgendwo Energie anzapfen können oder abzapfen können. Das wäre sehr nett. Da könnten wir jetzt auch inzwischen rüber. Alter, 173 Energy, nicht Energy Credits, sondern Mineralien. Das ist unfassbar. So, wie schaut es denn bei euch aus? Können wir hier mal ein Handelsabkommen schließen? Ich würde ganz gerne nochmal Sternenkarten anbieten. Okay, pass auf. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Monatlicher Transfer von 1. Ihr kriegt von mir einen monatlichen Transfer von 100. Okay, wollen sie nicht. Sozialforschung ist fertig. Ja, nee, du wartest jetzt. Atmosphärische Filterung, Bewohnbarkeit plus 5%. Das klingt gut. Anomalie. Über diesem Mond treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Ja, das ist schon wieder so ein Sonnensegler. Ja, ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Was ist denn mit denen? Die mögen uns immer noch nicht. Ach. Die Meinung über uns steigt aber langsam. Ganz, 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 ganz langsam. Anomalie auf Bintu 5. Unser Wissenschaftsoffizier hat eine Anomalie gefunden. Wir müssten sie intensiv testen und untersuchen, was aber zu einem substanziellen Fund führen könnte. Ja, machen wir doch einfach mal. Bin gespannt, was er jetzt dabei rausholt. Explosionen am Himmel. Der Planet Bintu 5 ist Heimat eines Wunders der Natur. Am Himmel erscheinen gigantische farbenfrohe Explosionen, das Ergebnis der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre, die mit den Gammastrahlen der Sonne reagiert. Ja, nett. Zum Glück haben wir sowas nicht auf der Erde. Durch Studenten wie erfahrene Wissenschaftler verbreitet sich diese Entdeckung wie ein Lauffeuer. Das hat auf der Heimatwelt ein großes Interesse an der Wissenschaft ausgelöst. Oh, super. Inspiriert die Jungwissenschaftler für 12 Monate führt zu folgenden Effekten. Ja, wir müssen auch mal schauen, dass wir diese ganzen Modifikatoren vielleicht irgendwie mal einsetzen. Wo ist denn das? Regierung, Budget, Demografie, Flottenkapazität, Erlasskosten, Erlass, Dauer, Modifikatoren. Inspiriert die Jungwissenschaften. Ah ja, das ist da. Budget. Da sehen wir unsere ganzen Bilanzen. Und da haben wir unsere Demografie. Vasall erstellen können wir momentan nicht. Roboter. 9%.
90% sind Sylvaner, 9% Roboter und das restliche 1% sind Idioten. Glaube ich jetzt einfach mal.